Nein, jetzt habe ich die Mauer verbessert. Ich wollte den Turm verbessern. No. Ja. Sehr schlau. Also jede Entscheidung hier kann tatsächlich strategisch einfach falsch sein, in Anführungsstrichen. Aber na gut. Es kann sein, dass dieses kleine Detail schon dafür sorgen wird, dass sie dort durchbrechen. Wir werden es herausfinden. Ich glaube, wenn wir den Baum hier fällen, dann verschwindet das Lager hier. Strategisch gesehen vielleicht auch nicht so schlau. Dann machen wir ihn noch mal zum Jäger. Jetzt sind sie alle wieder hinter den Zaun gekommen, weil Nacht und so. Man sieht hinten, wie der Mond entlang zieht. Momentan sind noch keine. Ah, da sind die Angreifer. Boah, es sind viele. Nein, bitte halt stand. Mauer. Das Katapult, was machen die denn da? Okay, es sieht aber gut aus. Sieht gut aus, als ob wir das überleben. Ja, sehr schön. Und die andere Seite? Okay, hier ist gar nichts los. Puh. Überlebt. Geil. Hier ist wieder einer. Ich weiß nicht genau, gehörte der zu uns? Wir nehmen mal zu uns auf. Den auch. Und ich glaube, das Lager bleibt da. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt so bleibt. Wenn wir wieder wegreiten, wieder hinreiten, das bin ich nicht so sicher. Okay, die haben nochmal Münzen für uns. Wie viel haben wir jetzt rekrutiert? Zwei oder drei? Ich hätte auf jeden Fall noch einen Builder. Also einen Baumeister, denn diese Katapulte werden halt von denen bedient. Und ich überlege jetzt doch, ob ich nicht schon weiter ausbaue. So, Münzen, 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 Münzen. Ich lasse die, glaube ich, mal eben die Bäume hier fällen. Ich weiß nicht genau, also momentan sieht es ja so aus, als ob die Jäger dann mehr Grünfläche bekommen, um zu jagen. Mehr Grünfläche heißt mehr Kohle. Mehr Kaninchen, mehr Kohle. Ich wollte auf jeden Fall das hier noch weiter ausbauen. Aber ich würde auch gern unser Häuschen weiter ausbauen. Ich habe eben Geld gehört, Münzen. Eine. Na gut. Was hast du so? Zwei. Genau, jetzt ist das Lager hier nämlich weg. Ich würde gerne noch mal zwei Bäume hier in Auftrag geben. Die Sonne geht schon wieder unter. Die Mauer. Jo, ist halt die Frage, ne? Auf jeden Fall würde ich gerne, wie gesagt, das Türmchen hier weiter ausbauen, dass hier oben zwei stehen. Aber ich finde das echt doof, dass das Katapult hier vorne steht. Warum schieben die das denn nicht hinter die Wand? Und ich würde gerne unsere Base ausbauen. Und noch eine Münze. Hat er hier hinten vielleicht noch was? Nein, nichts. Oh, und er läuft jetzt hier mitten in der Nacht da drüben, um die Bäume zu fällen. Na, ob das mal gut geht.
Hey, wir haben immerhin unseren ersten Blutmond in der letzten Nacht überlebt. Das finde ich schon mal ganz gut. Und ich sollte nicht hier vorne stehen. Drei Münzen haben wir. Okay, jetzt gehen die mit den Hammern alle hier rüber, weil die alle die Bäume fällen wollen. Ah nee, doch nicht. Sie bleiben hier stehen. Okay. So, der Mond geht unter. Wir schauen uns mal an, ob unser Bilder hier noch... Ah, sehr perfekt. Er lebt noch. Also er ist tatsächlich auch noch ein Baumeister. So, und jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt das hier ausbaue? Ich weiß nicht, ob das schlau ist gerade. Vielleicht falle ich wieder auf den alten Trick herein, in Anführungsstrichen. Oh, hier hat ein Jäger noch Geld. Mich würde interessieren, ob hinten dann die Mauer sozusagen weiter wächst. Okay, die ist schon fertig. Ich upgrade die nochmal. Da kommen schon zwei angewatschelt. Es ist ordentlich Nebel an diesem Tag. Und die Jäger ziehen jetzt hinaus. Und unsere Truhe ist wieder gefüllt. Das ist gut. So, dann upgrade ich die nochmal. Dass sie zur Steinwand wird. Und hier genauso. Oh nein, ich habe das Falsche ausgebaut. Ah, Geldverschwendung. Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich viel freie Fläche. Ich hoffe, die Jäger nutzen das auch. Ah, jetzt habe ich das Falsche ausgebaut. Das ist eine der Flächen, die für die Sensenmänner halt gebraucht wird. Ich wollte eigentlich hier... Ach, das geht gar nicht. Na gut. Ich wollte eigentlich hier die Palisade weiter ausbauen. Hm. Wo wäre denn die nächste? Die nächste wäre erst hier. Gut, ich kann einen hinstellen. Das Ding ist, die werden eh überrannt dann. Von den Kreaturen, die durch das Tor schreiten. Ah, sehr schön. Er hat sogar getroffen. Huhu. Tja, das stört mich hier jetzt mit der Palisade, dass ich die nicht ausbauen kann. Na gut, dann lasse ich das mal ausbauen. Und ich würde auf jeden Fall gerne unsere Hütte noch upgraden. Dafür fehlen allerdings noch ein paar Goldmünzen, die uns ja vielleicht hier einer der Jäger geben kann. Sehr schön. Zack, 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 zack. Die Bäume gebe ich erst am nächsten Morgen in Auftrag. So, und dann lasse ich mal hier unser Gehöft weiter ausbauen. Mal gucken, was jetzt passiert. Klock. Okay. Also hier hat er jetzt nicht automatisch die Mauer hier geupgradet. Vielleicht passiert das aber erst auch erst im nächsten Schritt sozusagen. Ich hätte außerdem noch ein paar mehr Leute gerne. Aber momentan sieht das ein bisschen mau aus. Oh. Okay, jetzt klauen sie hier wieder die ganzen Sachen. Oh, lass mich in Ruhe. Und das Gute ist, wenn sie die Sachen klauen wollen und sie dann von einem Jäger abgeschossen werden. Ja, jetzt sieht man nämlich hier schon, dass sie die Palisade eingerissen haben. Wenn sie von einem Jäger erschossen werden, diese seltsamen Kreaturen.
und eigentlich was klauen wollten, dann lassen die es einfach wieder fallen. So, ich muss auf jeden Fall die Palisade hier upgraden. Ich glaube, ich habe nicht wirklich die Wahl. Aber hier sind richtig schön viele Karnickel. Das ist gut, denn das bringt Kohle. Wenn sie denn treffen. Und mehr Leute hätte ich gerne. Ich upgrade das nochmal eben. Jetzt gibt's immer weniger Geld von Tag zu Tag. Die sollen außerdem nochmal mit Bögen ausgerüstet werden. Hast du was? Sehr schön. 3 Gold. Und du auch 1 Gold. Na gut. Tja. Ah, okay. Hier ist gleich noch ein Lager. Aber hier ist nur eine. Ah, nee. Hier sind 2. Sehr schön. Und hier war dann ja irgendwann das Tor, ne? Ich achte immer gar nicht auf die Tage. Ich weiß immer gar nicht, wann Brookmoor kommt. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Aber naja, man tut, was man kann, ne? So, das Lager würde ich gerne. Das geht momentan noch nicht. Also es braucht halt auch immer bestimmte Voraussetzungen, damit man das eigene Schloss sozusagen weiter ausbauen kann. Oh, ist echt blöd, dass ich hier die Palisade nicht weiter ausbauen kann. Sondern nur das Dingens für den, wie heißt denn das, für den Typen, der das Weizen pflügt. Nein, keine Ahnung, pflügt man Weizen? Nein. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Für den Typen, der halt das Weizen erntet. So, dann baue ich die Palisade noch weiter aus. Die würde ich erstmal noch nicht ausbauen. Ich glaube, das macht noch keinen Sinn. So. Dann haben wir hier schon mal eine dickere Mauer. Die würde ich aber glatt noch dicker machen. Ist doof, dass ich hier hinter keine Palisade bauen kann. Kann man eigentlich momentan zumindest nicht. Mehrere Katapulte, habe ich mich gerade gefragt, ob man mehrere Katapulte sozusagen beauftragen kann. Okay, hier kann ich jetzt auf der Seite weiter ausbauen oder auf der Seite. Oh, hier hat einer nichts zu tun. Boah, jetzt stehe ich schon wieder vor dem Katapult. Aber das gibt's doch gar nicht. Da muss ich echt drauf achten. Ich glaube, ich speichere jetzt einfach mal. Oh, ich kann gar nicht speichern. Kann man irgendwie nur tags speichern? Ich weiß das gar nicht. Okay, hier haben sie gleich Kanickel mit abgemetzelt. Ah, okay. Ich muss jetzt also sozusagen immer für die jeweilige Seite upgraden. Oh, das ist richtig teuer. Okay, ich mach das einfach mal. Okay. Oh, ein Ritter. So, dann haben wir wieder die Gnadentruhe, die mittlerweile nur noch 1 Gold gibt. Und ich hätte auf jeden Fall gerne wieder mehr Leute. Mehr Leute! So, hier ist eine. Gibt es hier auch noch einen? Ne, diesmal nicht. Okay, dann müssen wir uns wohl mit einem zufrieden geben. Diesen einen statten wir auch wieder mit einem Bogen aus. Ich denke, das passt so. So.
Und wo ist jetzt der Riddersmann hin? Ach, jetzt ist hier so ein blauer Jäger. Das heißt, dass der mit dem Ritter unterwegs ist. Okay. Oh, hier schleicht uns wieder einer davon. Den rekrutieren wir gleich wieder für uns. Sie haben auch noch etwas Geld für uns. Kann ich das Lager allgemein? Nee, kann ich nicht ausbauen. Okay. Ich nehme jetzt doch mal eine Sense. Ich werde gleich dem Ritter hinterherjagen. Ich weiß nicht genau, wofür der jetzt da ist. Ob der unsere Festung hier sozusagen schützt. Oh, da ist noch einer. Komm zu uns. Bei uns gibt es tolle Dinge. Mauern und Bögen. Ah, unser Pferd hat geschnauft. Friss mal was. Hier kommt einer angelaufen. Dem würde ich eigentlich gern Hammer geben. Das ärgert mich hier mit der Palisade. Das ist echt doof. So, der Rittersmann läuft hier Patrouille. Okay. Der schützt also nochmal zusätzlich unsere Städte. Das finde ich gut. Und hier ist die Fahne. Gut, dann baue ich erstmal das hier nochmal aus. Und ich fände es echt gut, wenn der Sensenmann auf die linke Seite gehen würde. Das tut er auch. Sehr gut. Okay. Ich glaube, ich hätte gern für die rechte Seite auch einen Rittersmann. Rittersmann, wo bist du? Ah, ich bin wieder hinter dem Katapult. Okay, die Nacht haben wir auch überstanden.